Und Sie wollen also mehr über die Mädchenrealschule St. Josef erfahren. Haben Sie sich vielleicht schon auf der Schulhomepage informiert? Oder in der Nachbarschaft rumgefragt? Vielleicht ist da ja schon jemand auf der Schule gewesen. Gut, ich kümmere mich drum. Betrachten Sie das Ganze schon als erledigt. Und über meine Gage sprechen wir dann später. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, vous parlez du français, c'est super. Nein, ich spreche nicht wirklich Französisch. Ah, dommage. Mais entrez. Entrez. Okay. Bienvenue. Moi, je suis Madame Kroner. Et moi, je suis Madame Pirch. Et nous sommes les profs de français. Interessant, das habe ich sogar verstanden. Eh bien, monsieur, regardez. Le français est une très belle langue. Vous traduisez si übersetzen, bitte? Französisch ist eine sehr schöne Sprache. Bravo! Bravo, super! Oh. Alors, monsieur, le diplôme de Delft pour vous. Ein Delft-Diplom. Herzlichen Glückwunsch! Merci, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Les verres sont cassés. Wow, wo bin ich denn hier gelandet? Bücher über Bücher. Wissen Sie das nicht? Sieht man das nicht, dass wir hier in der wunderschönen Schulbücherei sind? Ah. Was machen denn Sie da? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin hier. Ich versuche ein Rätsel zu lösen. Ein sehr kompliziertes. Ja, wenn wir Deutschlehrer mal was nicht wissen, dann schauen wir im Lexikon nach. Naja, oder wir recherchieren im Internet. Ja, und wenn wir ein Wort nicht wissen, dann gibt es ja auch noch den Duden. Ja, ich brauche keine Duden, ich brauche keine Bücher, ich brauche nur einen kleinen Hinweis. Hinweis? Ja, Hinweis. Ja. Wir haben bloß den Buchstaben D. Also D wie Deutsch. Ach, das ist gut. Das bringt mich dem Rätsel wieder ein Stück näher. Kann ich dir mitnehmen? Alle. Gerne. Ja, danke. Dann frohes Schaffen noch. Wiedersehen. Ja, ebenso. Ja, ebenso. Ja, tschüss. Ah, hallo. Was liegt denn hier in der Luft? Ja, wer kommt jetzt da zu mir? Ich erwarte eigentlich meine Schülerinnen. Was machen Sie denn hier? Ja, ich bereite jetzt ein bisschen was vor. Ah. Mit diesen Zutaten. Ja, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse. Und durch Strauß voll Nahrungsmittel, würde ich genau. sagen. Genau. Ne? Genau, es geht um die Nahrungsmittel. Und heute mal schwerpunktmäßig zuerst um Obst. Und da werden wir einen Obstsalat zubereiten. Na gut, dann halte ich Sie gar nicht mehr länger auf. Dann stibitze ich mir noch eine Kleinigkeit und wünsche frohes Schaffen. Gut, jawohl. Wiedersehen. Danke, Wiedersehen.
ist denn da drin los? Was ist denn hier los? Wir sind hier in unserer Schulkirche. Und wir bereiten für unseren Gottesdienst vor. Ach so. Ja, du schaust so verwundert. Bist du neu hier? Ich kann ja ein bisschen was dazu sagen, was wir da machen. Du hast schon gehört, wir bereiten Gottesdienste vor, aber nicht nur das, sondern wir nehmen immer unser Herz in den Blick, das Herz für uns selbst zum Beispiel in einer Meditation oder auch das Herz für andere, indem wir versuchen, Gutes zu tun, bei der Tafel uns engagieren und natürlich auch immer so gemeinsam die Gemeinschaft pflegen und schöne Erfahrungen machen. Also das Herz ist wichtig. The same procedure as yesterday, Miss Biggie. The same procedure as every day, James! The same procedure as yesterday, Miss Danny. Oh! Not today! Sicherheit wahrscheinlich. Mhm. Okay. Ja, dann wollen wir mal. So, einmal den Deckel der Dose bitte auf. 10 Tropfen hineintröpfeln. Okay. Dürfen es auch 11 sein? Ja, ausnahmsweise. So, gut schütteln. Okay. Jetzt ein wenig Vorsicht, Streichhölzer anzünden und anders nachfallen. Wie laut wird's? Wir überleben es. Sollte es auch so ablaufen jetzt? Ja, kann man so okay. machen. Ja gut, ich überlasse Ihnen wieder das Feld. Ach nee, echt jetzt? Schade. Mint also, ja? Mint, wichtig. Okay. Ja, gut, dann weiterhin frohes ja. Schaffen. Ja. Viel Vergnügen noch. Mach ich wieder auf den Weg. Tschüss. Wiedersehen. Hey, du siehst so traurig aus. Was ja, ist denn das? Ich weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich was malen oder was zeichnen. Mhm. Und irgendwie fällt mir überhaupt nichts ein heute. Hm. Oh. Weißt du was? Musik kann dir helfen. Meinst du? Thank you.
Sie denn hier? Ja, wir machen heute Musik und Kunst in Zusammenarbeit. Schau mal, die vielen bunten Farben stehen für die Kunst und die beiden Noten ergeben ein M wie Musik. Ah, sehr schön. Ja, wenn es dir gefällt, kannst du es gerne haben. Ich schenke es dir. Wirklich? Mhm. Ja, herzlichen Dank, das nehme ich gerne mit. Ja, dann will ich auch gar nicht mehr länger stören. Machen Sie es gut. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf der Suche nach Hinweisen. Hinweise, aber dann schauen wir doch einfach mal gemeinsam, ob wir die finden, oder? Okay. Dann schauen Sie mal zu. Es lebe der Sport! Er ist gesund und macht uns fort! Im Sport gibt es viele Schlüsselkompetenzen zu erwerben, wie zum Beispiel Teamfähigkeit oder Wettkampfsituationen meistern oder Geschicklichkeit. Aber auch Verantwortung und Vertrauen wie hier an der Kletterwand, Mut, Adrenalin und auch Schweißkörper. Juhu, ich habe was gefunden. Ein U. Ja, das könnte tatsächlich nützlich sein. Ja, dann trage ich mal meine Informationen zusammen. Ich komme einfach nicht drauf. Da fehlt doch noch irgendein Hinweis. Vielleicht sollte ich doch noch mal jemanden aufsuchen. Die Schulleitung zum Beispiel. Ja? Bin ich hier richtig bei der Schulleitung? Ja, das sind Sie richtig. Ich habe aber gerade viel Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Hinweisen. Ich soll hier ein Rätsel lösen. Ein Rätsel? Welches Rätsel geht's denn? Ja, das Besondere hier an dieser Schule. Das Geheimnis dieser Schule entschlüsseln sozusagen. Was habe ich denn da zwischen meinen Unterlagen entdeckt? Ja, das könnte ein Hinweis sein. Eine Rakete? Oh, ist es gerade ein Buchstabe? Dürfte ich diesen Hinweis vielleicht mitnehmen? Na gerne. Könnte mir eventuell nützlich sein. Ja, dann will ich Sie gar nicht mehr länger stören. Wiedersehen, Dankeschön. Kein Problem, wenn ich weiterhelfen konnte. Geh mit Gott zum Schluss. Anmeldung, das ist es! Unsere Schule kann man nicht beschreiben. Uns muss man erleben. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Tochter bei uns anmelden würden. Liebe Eltern, möchten Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter eine Schulhausführung machen? Dann setzen Sie sich doch bitte mit uns in Verbindung. Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen. Die Führung kann am Montag bis Donnerstag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung stattfinden. Wir freuen uns auf Sie und noch mehr auf Ihre Tochter. Thank you.